wieder über dein medizinisches Anliegen. Ich habe kein medizinisches Anliegen, du Idiot. Hallihallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout 4 in unserem wunderschönen kleinen Fort. So, hast du mir jetzt... da liegt ja noch einer. Nee. Hast du mir jetzt noch irgendwas zu sagen? Nee, du bist nicht der, den ich will. Du hast Kronkorken für mich. Die nehme ich gern. Falsche Taste. Ja, gerne. Wo bist du denn? Ach, du stehst da. Hier war doch mal dieser Obermod von diesen Dingern, der mich damals... Ist es schön, dass ich einfach durch die Kabel laufen kann? Moment. Licht. Kostet mich das mehr Energie? Ich hoffe mal nicht. Oder hoffentlich nicht so viel. Wo ist denn jetzt hier irgendwas? Hier ist ein Raketenwerfer, das ist schön, brauche ich momentan aber nicht. Vor allem, weil ich mir den Dingern eh nicht treffe. Hier war doch mal der eine. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hier könnte ich eine Tür öffnen. Und da sind wieder diese blöden Dinger. Mann. Okay. Du bist da. Schön. Das machst du toll. Ich habe nicht getroffen, obwohl ich direkt davor stehe. So ein Mist. Jetzt habe ich, glaube ich, sämtliche von den Dingern. Wegen diesen blöden Eiern bin ich jetzt überladen, oder was? Brennstoff. Bin ich jetzt wirklich überladen wegen diesen... Och, Mann. Du bist schuld. Ja, du bist schuld. Kann ich hier noch irgendwas nehmen? Nein, hier ist nichts. Hier ist irgendwie nichts. Aber hier sind noch ein paar Stimpacks und sowas, glaube ich. Hoffentlich, ja. Moment, wie viel habe ich denn jetzt hier eigentlich einstecken? Ich meine, wenn ich schon mit dem Dings hier überladen bin, wie ist es dann ohne? Taktische Dingsbums. Ich glaube, ich kaufe mir wirklich hier mal eine andere Machete oder sowas. Chance von 20% auf Verkrüppeln des Beines des Gegners. Das finde ich ja schön. Habe ich noch hier irgendwas, was ich wegwerfen kann? Hilfe. Nee. Die Lederkombi ist... Nee. Ja, also Metallrüstung habe ich so ziemlich alles da. Und hier ist so ziemlich alles im Eimer. Moment. Ich glaube, ich muss mal wieder zurück und alles hier reparieren. Königsfleisch. Ah, die kann ich verkaufen. Gewicht und Wert 0. Moment. Die haben keinen Wert. Ich esse euch einfach mal. Wieso geht da durch meine HP runter? Ich habe gedacht, ich kriege HP dazu, weil da 9 steht und nicht minus 9. Das ist ja gemein. Ja, wirklich gemein. Kann ich euch dann irgendwie weglegen oder irgendwas mit euch machen? Ich meine, wegen irgendwas müsst ihr doch gut sein. Wenigstens kann ich jetzt hier wieder rennen und laufen und bla bla bla. Habe ich hier irgendwo, Moment, kann ich dir... Ja, Patronen, Brennstoff und dann kriegst du hier mal sämtliche Eier von mir rein. Klingt auch irgendwie blöd. Meierlöck. Hier müsst ihr jetzt gleich Meierlöck Eier, genau. 44. Ja, alle. Danke. Jetzt bin ich hier wieder ein bisschen besser. Moment, bist du nicht der, den ich gesucht habe? Nee, du bist nur ein ganz normaler Mittelmann. Mann, wo ist denn der andere? Ach, den hier habe ich schon gelootet. Hallo, wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hallo, wo bist du denn? Wo bist du? Bist du denn? Das kann doch nicht sein, dass der hier nirgendwo zu finden ist. Mann, zeig dich. Die ganzen Betten, die hier rumstehen. Nee, du bist nur eine normale Tür. Palatine Dance, du rennst mir auch ständig dazwischen. Hä? Wo ist denn der? Irgendwo muss doch der sein. Ja, jetzt bist du hier hinten eingesperrt. Hier oben? Nö. Ich hab keinen Plan, wo du bist. Habe ich eine Quest von dir bekommen? Daten, Raider-Problem. Ist, glaube ich, hier alles von den Minutemen. Ja, habe ich jetzt aber keine Lust. Machen wir... Okay, ich habe angeboten, Nick. Machen wir doch das hier mal. Ja, auf Karte zeigen. Das ist direkt in Diamond City. Aber ich will vorher noch meine Rüstung wieder ganz machen. Deswegen auch nach Sanctuary. So, jetzt habe ich dich hier wieder mal repariert und dich hier musste ich dafür umparken. Mann, ich bräuchte hier eigentlich noch so eine Station zum Dingsbums machen. Aber momentan geht es leider nicht.
Wieso läufst du hier eigentlich nicht? Ach, du läufst ein bisschen, aber nicht so wirklich toll. Oh Mann, es regnet schon wieder hier. Ich mag nicht, dass es regnet. Ah, hier, es müsste hier irgendwie so einen Mod geben, dem die Dinge hier genau ausschauen, wie die von Iron Man und auch so fliegen können und mit den Energiestrahlen und sowas. Das finde ich geil. Ich meine, ich habe einen Mod gesehen, da gibt's halt nur Lackierungen von Iron Man von den Dingern. Aber das ist halt einfach nicht dasselbe. So mit anderem Interface und sowas, das finde ich wirklich geil. Auf jeden Fall sollten wir jetzt auf nach... Nein, nicht dahin. Auf nach Diamond City. Wo bist du denn? Ach, da unten. Diamond City und okay. So, wo ist denn der eine, den ich suche? Hier ist es jetzt natürlich auch Nacht. Heißt das, ich kann nichts kaufen? Ich hoffe doch. Oh, sag nicht, dass du weg bist. Ich wollte mir doch hier was von dir kaufen. Hier so Baseball-Dinger. Moment, wo bist du denn? Bist du hier nicht irgendwo? Ach Mann, kann ich warten? Ach, hier geht es ja nicht mehr mit T zu warten. Gibt es ja eigentlich irgendeine andere Taste, mit der ich warten kann? Ah, Hilfe! Drück irgendwie sämtliche Tasten und alles ist nicht das, was ich will. Moment, wie habe ich denn dich jetzt geöffnet und wie kriege ich dich weg? Das ist die nächste Frage. Ah, okay, Ö. Nein, ist die Map, hätte ich mir auch denken können, wenn ich M drück. Hallo? Es gab hier doch mal warten. Das Wasser im See muss sauber bleiben. Zwing mich nicht, deinen kleinen Stand zu schließen. Jeder Tropfen Wasser, der aus diesem Filter kommt, ist hundertprozentig rein. Warum wird ein aufrechter Geschäftsmann wie ich ständig von den Stadtbehörden schikaniert? Das ist gesundheitsgefährdend, Shang. Das ist gewinngefährdend. Das Hallo. Was ist denn hier los? Ich würde ja gerne reden, aber ich habe gerade keine Zeit. Ja, ist du weg. Ich kann gerade nicht reden. Ein andermal. Ist dein Ernst? Oh Mann. Würde ich mich mit dir unterhalten? Kleiner Shang. Kann ich dich ins Wasser bewegen? Nein, schade. Kann ich nicht wegdrücken. Mann, es soll hier wieder Tag werden und du bleibst einfach am Schild hängen. Gute Arbeit. Die meisten Sins jagen mir eine scheiß Angst ein, aber Nicky, der ist nicht wie diese Psychopathen vom Institut. Ein Augenbot? Ach, hier heißt sie hier anders, oder? Was bist du überhaupt? Kann ich nicht mit dir reden? Kann ich mich dir in den Weg stellen? Hallo? Erschießt du Leute, Mister? Mein Papa sagt, dass Fremde Leute erschießen. Nicht wirklich. Alle Fremden so komische Sachen an wie du? Ich habe ja meine Power-Rüstung gar nicht an. Was ist, was sagst du dann, wenn ich das mache? Ich muss auch mal was essen, was erwartet. Ist das hier das, wo ich rein muss? Dorf in? Nee, Dog in. Der Dorf müsste noch ein Haar dabei sein. Ach, ich. Es ist Wochenende, wieso mache ich mir darüber Gedanken? Ich kann ja hier auf jeden Fall mit dir reden. Ich bin gerade dabei, den Fluss zu überqueren, ja? Ich habe also nichts an. Da schön, taucht toll. Plötzlich ich will die Geschichte nicht hören. Gefährlichsten Seeungeheuer überhaupt auf. Meierlock. Ein Meierlock? Ach komm, der rangiert doch auf einer Skala von 1 bis 10 bei 2 oder so, höchstens. Mhm. Richtig tödlich sind. Vadim! Oh. Ich hab ganz vergessen, dass du da bist, Yefim. Vadim? Weißt du was? Vergiss es. Ich kümmere mich selbst darum. Okay. Glückwunsch. Schau dir mal die Bar hier an. Dafür habe ich jemanden getötet. nein. War nur Spaß. Natürlich. Spaß. Er ist allerdings wirklich tot. Ja, das dachte ich mir. Okay, lass es mich wissen, wenn du bestellen willst. Earl Sterling. Earl Sterling hat hier gearbeitet, oder? Armer Earl. Einfach verschwunden. So ein guter Barkeeper. Ein guter Freund. Wieso glaube ich dir jetzt nicht? Er konnte nicht mit Frauen. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Okay. Gehörst du zu Detektiv Valentine? Ich habe vergessen, Earls Schlüssel abzugeben, als ich euch beauftragt habe. Hier. Ich hoffe, du findest es. Okay, danke, jetzt habe ich wenigstens den Schlüssel. Die Sicherheitsleute liegen mir deswegen schon in den Ohren. So. Und jetzt lass mich dir mal was einschenken. Komm schon. Okay, vielleicht handeln. Sag mal, was du so hast. Genau das wollte ich hören. Okay, was hast du denn? Aufbereitetes Wasser und ein paar Patronen. Das ist ja ziemlich Mist, was du hast. Tut mir leid. Ich gehe jetzt. Warst du schon mal in den Stands? Ja, bestimmt. Ich gehe jetzt zu dem einen sein Haus und vielleicht kann ich ja da drin pennen und die Nacht überspringen hier. Ich will kaufen. Ich will einkaufen hier. Moment. Ist das da drüben sein Haus? Das wird mir auf jeden Fall angezeigt. Also schätze ich mal, ja. Sterlings Haus. Okay. Juhu, kann ich jetzt hier drin wohnen?
Schaut es besser aus als das andere? Naja. Ich weiß nicht. Ich meine, es ist in ihrem Haus. Dass irgendwas kaputt ist nach einem Krieg, okay. Aber dass man hier nicht mal Schutt wegräumt vom Boden hier. Das verstehe ich nicht. Ich schaue hier jetzt mal. Laufen wir doch nicht die ganze Zeit dazwischen. Ist jetzt hier irgendwo ein Bett bestimmt. Bett, schlafen. Ja. Machen wir hier mal 8 Stunden oder 9? 9. Dann ist es 8 Uhr. Oder ich habe mich verzählt. Nee. Müsste passen. Mann, jetzt geht doch nicht so langsam vorbei hier. Los, 3, 2, 1 und aufgewacht. Danke. Hier können wir ja noch schnell. Mob. Scherge. Können wir noch schnell alles untersuchen. Ist hier irgendwas, was uns weiterhilft? Ich schätze mal hier im Schreibtisch. Oder auch nicht. Hier irgendwas. Patronen, Sicherung brauche ich auch nicht. Im Kühlschrank bestimmt. Ach, schade. Schrank. Schraubenschlüssel. Sauberer gestreifter Anzug. Okay, wieso auch nicht. Und hier unten liegt was. OP-Beleg. Lesen. Mega Surgery Center. Okay. Eine Rekonstruktion von seinem Gesicht, okay? Hat er nicht zufällig auch noch hier irgendwas liegen? Was willst du mit diesem Müll? Moment. Untersuche es. Du hast doch hier ein Skalpell, hättest du dasselbe machen können. Was hast du jetzt gesagt zu mir, was ich machen soll? Ich hab's nicht gelesen. Mega Surgery Center. Okay, wenn ich jetzt noch irgendeinen Plan habe, wo das ist. Es wird mir wahrscheinlich zufällig auf der Karte angezeigt, wo ich da noch nie war. Noch nie was von gehört habe. Normalerweise würde ich jetzt zu Nick Valentine gehen und fragen, hey, was ist denn dieses Super Surgery Center? Die Bobrov-Brüder suchen nach dir. Oder gibt's das hier direkt? Bobrov-Brüder. Und das sind? Bist du hier das Super Dingsbums Center? Ich weiß nicht, wie aber jetzt ist der andere hier. Gut, dass meine Power-Rüstung keine geklaut hat in der Zwischenzeit, wo ich nicht da war. Und rein damit. Ja, jetzt bin ich mir hier wieder sicher. Das gefällt dir, Dance, oder? Lasst euch nicht ja. Kauf bei Commonwealth Weapon. Zu dir wollte ich. Bist, heißt das, dass du ein Schlagholz brauchst. Ja, ich wollte mal schauen. Ich habe mir auch Little League-Spieler als Level-Up-Dingsbums genommen. Damit machen meine ganzen Dinge hier ein bisschen mehr Schaden. Okay. 40 reduzierte Aktionspunkte. Kann ich mal sehen, was meiner hier hat? Mann, wie weit bist du denn unten? Bist du hier wieder bei den ganzen Sonderdingern ganz unten? Och, Mann. Ja, du bist hier wieder ganz unten. Moment. Hier. Schaden 43. Hast du hier irgendwie eine Machete oder ein Schwert oder sowas? Mein Baseballschläger, okay, aber ein Schwert, das wäre doch nochmal ganz besser. Schaden, du machst hier richtig viel Schaden. Geschwindigkeit langsam, oh, meine Machete ist Geschwindigkeit mittel. Hast du hier irgendwas schön mit Geschwindigkeit mittel oder schnell, was viel Schaden macht? Sind alle langsam. Ich bin aber am Überlegen, ob ich mir die hier mitnehme. Kann ich dir irgendwas anbieten, was du brauchst? Nee, überfälliges Buch, das könnte ich auch mal wieder zurückbringen. Zuckerbomben kriegst du, brauch ich eh nicht. Hier, zerrissener Brief, null Gewicht und null Wert, das ist schön. Vorkriegsgeld, kriegst du alle. Ja, dann machen wir doch mal annehmen. Jo, Handel bestätigen, okay. Ich würde es echt mal hier interessieren, ob es hier Schwerter gibt. Moment. Der hier war da. Du bist dieser super Dingsbums-Medizin-Doktor. Ein neuer Patient. Oh, das heißt, eine neue Akte anlegen. Natürlich. Du solltest auch mal deinen Kittel waschen. Problem, oder bist du wegen einer Gesichtsoperation hier? Billig. Sagt dir diese Rechnung irgendwas? Darf ich mal sehen? Das ist Dr. Crockers erbärmliche Handschrift. Earl Sterling scheint einer seiner Patienten gewesen zu sein. Okay, und wo finde ich den Idioten? Das Verfahren ist banal. Kosmetische Chirurgie ohne Risiko. Aber dazu ist es nie gekommen. Aha. Crocker hat gesagt, Earl wäre vorher verschwunden. Wie dem auch sei. Kommen wir wieder zu deinem medizinischen Angelegenheit. Ich habe kein medizinisches Angelegenheit, Doc Croc. Ich bin ein Arzt, kein Sekretär. Er kommt mit Sicherheit irgendwann wieder. So,
Kommen wir wieder zu deinem medizinischen... Ich habe keine medizinischen Angelegenheiten. Ich will sagen, wo du hier bist. Keine Interesse. Jetzt gerade nicht. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Ich soll das hier untersuchen? Kann ich hier einfach reinspazieren? Geht's hier überhaupt rein oder machst du deine ganzen Behandlungen hier außen? Metal Surgery Center. Was bist du? Medikamente für jeden Medikamenten. Du bist der Medikamentenhändler. Und ich muss jetzt da das Ding untersuchen. Untersuche das Mega Surgery Center. Ja, schön, aber wie komme ich da rein? Ich kann ja hier nicht einfach Dings machen. Aufsperren. Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Bringst du mich vielleicht da rein, wenn ich hier irgendwas machen will? Ist ziemlich verbreitet, aber wir können so ziemlich alles heilen. Mich heilen? Wirf mal einen Blick darauf, Doc. Erzähl mir, was für Symptome du hast. Gesundheit wiederherstellen, Strahlung heilen. keine Chem-Abhängigkeit. Ah, ich kann Abhängigkeiten hier auch heilen. Okay, das ist interessant. Ich habe in letzter Zeit ziemlich was abbekommen. Oder ein bisschen durch die Gegend. Ach, da bla 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 bla. Hilft mir das jetzt irgendwas? Kann ich jetzt dadurch reingehen ins Haus? Irgendwas fertig machen? Und? Gibt's noch irgendwas anderes, was dich plagt? Wieso Gesundheit wiederherstellen? Ich bin doch gerade geheilt worden von ihm, oder? Gut. Reinigen wir deinen Mitarbeiter. Bla 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 bla. Jetzt dauert's eh wieder ewig, bis das Bild schwarz wird und dann, bis es wieder Farbe bekommt. Ist das nicht das schön? Wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Nichts. Ich habe eigentlich gehofft, du hast mich geheilt. Stirb mir da draußen. Und ich habe eigentlich... Du hast mich gar nicht geheilt. Blutspur untersuchen. Da ist jede Menge Blut, das in den Chirurgiekeller führt. Ich muss irgendwie da runterkommen. Untersuche den Chirurgiekeller. Optional besorge dir den Schlüssel vom Chirurgiekeller. Wir bieten eine große Bandbreite an medizinischen Behandlungen. Blut. Kannst du mir die Blutspuren erklären, die in den Keller führen? Das ist eine medizinische Einrichtung. Darum sind... So. Und auch jetzt Mann. Lass uns wieder über dein medizinisches Anliegen. Ich habe kein medizinisches Anliegen, du Idiot. Ich muss mir den Keller ansehen. Sieht das hier etwa wie eine öffentliche Latrine aus? Nicht antworten. Warum sollte ich dich da runterlassen? Ich suche vermisste Personen. Ich suche einen Vermissten, Doktor. Und ich glaube, eine Spur führt in diesen Keller. Einen Vermissten? Aha. Du redest nicht zufällig von Earl, oder? Doch. Du glaubst doch nicht im Ernst. Weißt du was? In Ordnung. Wenn dann endlich Ruhe ist. Hat es jetzt Dance gefallen oder nicht? Geh selbst. Aber wenn auch nur hätte ein drohen sollen. Falschen Ort liegt, kriegst du die Rechnung. OP Kellerschlüssel hinzugefügt. Und runter. Oh, Earl. Du warst echt ziemlich schwierig, weißt du? Aber ich glaube, wir sind fast fertig. Okay. Unser kleiner Fehler wird endlich korrigiert. Oh, böse, böse. Du solltest so nicht hier unten sein. Aber ist schon okay. Ich kriege... ganz gut. Ganz locker, Doc. Reden wir über Earl. Ich wollte das nicht. Du musst mir glauben. Natürlich. Doc Crocker ist ein brillanter Chirurg. Bei ihm stirbt nie jemand. Nie. Bei naja. Zufrieden mit meiner Arbeit, mit ihrem neuen Gesicht. Und sie schreien nicht und bluten nicht den Boden voll. Earl, er wollte natürlich einfach nicht zufrieden sein. Das ist deswegen liegt er jetzt in Stücken da hinten. Ihn verhaften. Du hast einen Mann umgebracht. Dafür wirst du bezahlen. Runter mit der Waffe und mitkommen. Würde mich überraschen, wenn er sich einfach so ergibt. Ich... Okay. Ich war das, oder? Ich habe jemanden umgebracht. Es hat auf jeden Fall Dance gefallen. Oh Gott. Das dachte ich mir. Das ganze Blut. Ich bin voller Blut. Ja? Ich alles hin. Bist du jetzt dabei oder hast du dich jetzt umgebracht? Du hast dich Gute umgebracht. Arbeit. Lass nichts zurück. Ja, das... Was ich... ist hier los? Ist das Dr. Crocker? Das Schlüssel sieht übrigens aus. Trauerfeier mit geschlossenem Sarg. Ich glaube, du schuldest mir eine Erklärung. Was ist hier passiert? Ja, erzähl ich dir. Ehrlich? Ja, ehrlich. Crocker hat Earl Sterling ermordet. Ich hab's rausgefunden und dann hat er sich selbst umgebracht. Konnte wohl die Schuld nicht ertragen. Dr. Crocker hat Earl ermordet? Ja. Die Gesichtsoperation.
Dann ist er also damit durchgekommen. Das erklärt einiges mehr, als mir lieb ist. Okay. Dr. Crocker war sein Ruf immer sehr wichtig, aber das ist unmenschlich. Ja, das ist meistens, wenn irgendwer jemanden tötet. Es ist nicht deine Schuld. Ich gewusst. Es ist nicht dein Fehler. Natürlich ist es nicht mein Fehler. Dieser Schwachkopf und seine verfluchte, um jeden Preis gut aussehen Mentalität. Jetzt haben zwei Menschen ihr Leben verloren. Eine Schande. Na, naja, freudig ist es nicht. Sicherheit Bescheid. Geht jetzt lieber. Es wird einige Zeit dauern, die Sauerei hier wegzumachen. Ach, Dampfdruckstrahler. Kann ich mir jetzt hier noch irgendwas mitnehmen? Was liegt denn? Ach, das ist nur ein Loch in dem Ding. Gerückskalpell, hast du irgendwas Gutes? Irgendwas? Psycho, naja. Mad X, schmutziges... Es gibt hier sauberes Wasser und ihr benutzt bei OPs schmutziges Wasser. Das ist doch auch blöd. Wo ist denn hier eigentlich dein Kopf? Kann ich hier... Irgendwie konnte ich doch mal mit... Genau. Körperteilen spielen, mit Körperteilen spielen. Wo ist dein Kopf verflucht? Mir fehlen generell ein bisschen was. Ich will dich hier rumschleifen. Der Gegenstand ist zu schwer, um getragen zu werden. Ja, muss ich dir vielleicht... Nein, ich wollte doch da nicht raus aus meiner Powerrüstung. Nein, jetzt sind meine Schuhe ganz dreckig. Och Mann. Ja, jetzt steigen wir da auf, ein. Ich kann mit der Powerrüstung keine Idioten hier rumtragen. Impro-Pistole. Plus, nee. Schweißerbrille interessiert mich jetzt auch nicht so wirklich. Hier interessiert mich eigentlich gar nichts. Mich interessiert eigentlich nur, wo dein Kopf ist. Und den habe ich irgendwie nicht gefunden. Hast du den gegessen, oder was? Wieso hängen hier eigentlich überall Ketten von der Decke? Nee, ich frag gar nicht erst. Ich gehe mal zurück zu Nick. Vielleicht hat er irgendwas Gutes für mich. Er hat Nick. Den ehrenvollen Weg gewählt. Ja, wenn du das ehrenvoll nennst. Wenn er am Anfang nicht so ehrenlos gewesen wäre, hätte er jetzt den ehrenvollen Weg nicht wählen müssen. Also sag ich jetzt. Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Ich sehe aus, als könnte ich dir in die Fresse schlagen und dabei keinerlei hier Handknochenverletzungen. Dingsbums, ja. Oder mit dem hier. Dann ist der Kopf einfach weg. Wo ist denn hier der Nick? Nick? Nee, eigentlich war es erst Nick. Jetzt habe ich auf jeden Fall zwei Häuser, in denen ich hier leben könnte, wenn ich wollte. Jetzt gehe ich aus dem Weg. Na, Kern geht noch. Ja, du findest natürlich wieder den Weg, den ich nicht finde. Okay. Auf nach Nick. Zu Nick. Auf nach Nick. Nee. Hallo, Nick. Ist Nick gar nicht da? Oh. Hast du rausgefunden, was aus Earl Sterling geworden ist? Ja, der ist so ein bisschen zerteilt. Crocker hat ihn getötet. Doc Crocker hat ihn bei einer verfuschten OP getötet. Crocker hat Earl umgebracht. Mhm. Solange wie Earl verschwunden war, hätte ich eher die Raider oder das Institut verdächtigt. Wo ist der Doc jetzt? Verrottet hoffentlich in der Zelle. Nee, nicht wirklich. Hat sich selbst Crocker umgebracht. Hat Selbstmord begangen. Er konnte die Schuld nicht ertragen. Meine Güte. Tut mir leid, dass ihr das durchmachen musstet. Hier, nimm. Klingt, als hättest du es dir verdient. Ich geb's weiter, damit alle im Duckout in Bescheid wissen. Traurig, dass es keine besseren Neuigkeiten gibt. Duckout in. Danke nochmal, dass du den Fall abgeschlossen hast. Juhu. Falls du schon bereit für was Neues bist. Ja. Ich hätte da ein Holoband eines Ex-Partners, der behauptet, einem Geheimnis auf der Spur zu sein, bei dem er ihm helfen soll. Das Band okay. ist in der Akte Was bist denn du hier? Vielleicht kannst du der Sache auf den Grund gehen. Akte Marty Bullfinch. So etwas wünscht man nicht mal seinem größten Feind. Ah, und jetzt habe ich das Holoband bekommen. Ich mach vielleicht das... Jetzt halt doch mal die Klappe hier. Ich mach vielleicht beim nächsten Mal mit der Hauptquest weiter und jetzt gehen wir in die ganze Zeit dazwischen. Oh Mann, gibt's hier nicht irgendwie eine Taste für Finger in die Ohren stecken? Wäre noch schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Jetzt stell dich nicht hier mir zwischen. Genau. So. Tschüss.